Die Freiheitlichen bringen in der kommenden Landtagswoche ebenfalls einen Beschlussantrag ein. Hauptthema ist dabei die Selbstversorgung Südtirols in Bezug auf die Energieproduktion. Beispielsweise schlagen wir vor, dass die Gewinne, die dem Land zustehen würden, aus der Beteiligung der landeseigenen Energiegesellschaft Alberia an die Privathaushalte zur Verfügung gestellt werden sollen. Dann ist vom Autonomiestatut Gratisstrom vorgesehen. Dieser soll für die öffentlichen Einrichtungen verwendet werden, aber auch den privaten Haushalten in einem Ausmaß von 300 Kilowattstunden jährlich pro Familienmitglied für die Erstwohnung zur Verfügung gestellt werden. Vorgeschlagen wird auch die stärkere Einbindung der Südtiroler Wasserkraftwerke sowie Förderkredite für Bürgerinnen und Bürger zur Anschaffung von eigenen Energiequellen. Etwa Photovoltaikanlagen. Zum Schluss gibt es diesen Klimaplan Energie Südtirol 2050, wo es um eine Sensibilisierungskampagne geht. Und hier möchten wir, dass vor allem die Verbreitung von Photovoltaikanlagen in diese Kampagne mit einfließt, damit eben so viel wie möglich Information verbreitet wird, mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser, auch auf Gewerbeflächen und Industrie, und dass dies, wenn möglich, noch innerhalb der ersten Jahreshälfte 2022 lanciert wird.